Maultrommeln spielen hat mich schon seit ich 14, 15 bin, fasziniert. Das ist ein unterschätztes Musikinstrument. Man kann extrem viel auszuholen aus einem kleinen Stück Metall. Die Marktgemeinde Mollen im Steiertal ist seit über 300 Jahren Zentrum der heimischen Maultrommelherstellung. Die Maultrommelfreaks, die pilgern dorthin. Das ist praktisch so, ja, der Vatikan, der Maultrommelspieler. Liebe zum Metallhandwerk und viel Erfahrung sind notwendig, um ein handelsübliches Stück Eisen in ein wohlklingendes Obertoninstrument zu verwandeln. Der Aufwand lohnt sich. Musiker aus der ganzen Welt schätzen den Klang der Mollner Maultrommeln. Ist ganz einfach. Der Korpus ist der Mund. Und man kann dann einfach extrem viele Sachen mit Atmung, mit Schlagen oder mit Öffnen des Kehlkopfes. Und dann mache ich auf. Und dann gebe ich Luft. Und dann mache ich zu. Und dann dämpfe ich ab. Naja, und da kann man extrem viel machen. Dank ihrer zahlreichen Obertöne kann die Maultrommel Stimmungen und Gefühle ausdrucksstark wiedergeben. Burschen verwendeten sie daher gern beim Fensterln, um die Herzen der Mädchen zu erobern. Es hat so weit geführt, dass irgendein Bischof in Salzburg die Maultrommel verboten hat, als sündiges Instrument. Wurde dann verboten und man hat heimlich Maultrommel spielen müssen. Und lustigerweise in Malaysia, glaube ich, ist es auch verboten worden aus demselben Grund.